Hallo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich mit euch über Larissé sprechen. Larissé ist eine Website, wo ihr Duftzwillinge bestellen könnt. Quasi nicht die originalen, sondern ähnliche, um einiges günstigere Parfums. Ja, in diesem Sinne, los geht's! So Leute, was ist Larissé? Larissé ist eine Website im Internet, die ich euch unten verlinken werde in der Infobox. Es geht darum, dass Larissé dem Ganzen so ein bisschen den Kampf angesagt hat, dass man ja bei Parfums wahnsinnig oft für den Namen und für das spezielle Fläschchen zahlt und weniger für das Parfum selbst. Larissé verkauft somit sogenannte Duftzwillinge, wie sie das nennen. Dabei handelt es sich um Düfte, die dem Original sehr, sehr nahe kommen und um einiges günstiger sind, weil sie die Düfte einfach nicht in speziellen Fläschchen verkaufen, sondern in ganz normalen, nichtssagenden kleinen Fläschchen. Aber sie riechen quasi fast wie das Original. Ja, ich habe dort mal bestellt. Ich kann leider nicht, also dort gibt es so einen Service, dass man quasi, wenn man ein Parfum sehr gerne hat, kann man den Chat öffnen und kann sie quasi fragen. Man kann sie um den Duftzwilling zu dem bekannten, teuren Parfum kann man sie fragen und sie würden einem dann antworten, welches Parfum das ist und das kann man dann quasi bestellen. Ich habe diesen Service nicht genutzt, das heißt, ich kann das jetzt nicht beurteilen. Es gibt aber einige YouTube-Videos, wo ihr euch informieren könnt, inwiefern es funktioniert oder gut ist und sonst was. Ich selber kenne Larissé auch von YouTube und habe es jetzt einfach mal ausprobiert. Ich habe es allerdings so gemacht, es gibt da was ganz was Tolles bei Larissé und zwar kann man sich ein Duftmäppchen bestellen. In dem Duftmäppchen, in dem großen, sind 60 Düfte drin und das kostet irgendwie so, ich glaube 40 Euro oder so. Ich tue das nachher in die Infobox rein für euch. Das sind einfach so 60 Düfte drinnen und ihr könnt dann quasi Probe riechen. Und ich meine, so viele Düfte für dieses Geld, das ist natürlich der Hammer. Ich habe mir gedacht, naja, das leistest du dir mal, riechst dich quasi durch und alles, was dir so gefällt, kannst du dir dann überlegen, ob du das irgendwann mal quasi als Fläschchen bestellst. Ja, wie sieht es jetzt aus, wenn ihr das bekommt? Ich habe es hier. Entschuldigung. Das Duftmäppchen ist so ein kleines, wie so ein bisschen größeres Fiederpinal, wie so ein 1,5 mal großes Fiederpinal. Da ist unten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ja, Larissé eingeprägt. Ihr bekommt zusätzlich, was eigentlich total cool wäre, sind quasi lauter so Probestreifen, wie ihr sie aus der Drogerie kennt, Papierstreifen, dass ihr die Düfte probieren könnt. Ist eine wahnsinnig coole Idee, funktioniert in der Praxis nicht. Ich habe einen Karton bekommen, wo quasi dieses Duftmäppchen drin ist. Jetzt muss man sich vorstellen, diese Fläschchen da drin sind ja nicht hundertprozentig dicht. Man riecht es aus. Das Ding riecht so ein bisschen. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob die nicht sogar das Paket extra parfümiert haben. Da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist es so, die waren nicht luftdicht verschlossen. Also ich bin ja grundsätzlich gegen unnötiges Plastik. Es ist allerdings hier wirklich so, wenn die Dinger nicht irgendwie extra eingeschlossen sind in Plastik oder weiß ich nicht, ob da Papier ausreicht. Die haben jetzt so einen Mischmaschduft angenommen, der irgendwie in dem Paket drin war, der scheinbar von den 60 Düften stammt oder von dem Lager oder was weiß ich. Und somit waren die einfach unbrauchbar. Die riechen immer noch. Gott. Furchtbar stark. Also ich habe sie nicht verwenden können. Das war vergebene Liebesmühe quasi. Also ich war echt ein bisschen traurig, dass ich sie nicht verwenden konnte. Ich musste mir dann selbst Papierstreifen zuschneiden aus so einem saugfähigen Papier, damit ich das quasi Probe riechen kann, weil direkt auf den Körper aufspülen 60 Düfte, das brauche ich nicht unbedingt. So, wie sieht das Ganze jetzt aus? Also ich mache es jetzt mal auf, das ist so ein mega geniales, riesiges Duftmäppchen. Es sind auch überall so Nummern drauf. Ich glaube, ich tue das jetzt einfach mal raus. Das ist zum Beispiel die Nummer 480. Man sieht es.
Das ist quasi aus Plastik. Kappe runter und ja, dann könnt ihr so ein bisschen sprühen. Da sind halt ein paar so Milliliter drin. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Milliliter das sind, aber ich halte mal die Hand her. Also, das ist meine Hand. Und das Ding ist schon, also ist bis hierhin, ist das gefüllt quasi. Also geht schon ein bisschen was. Kann man auch quasi nach dem Probe riechen, kann man auch noch so ein paar Mal den Duft quasi auflegen und probieren, damit man weiß, ob einem das jetzt liegt oder doch nicht. Weil oft ist ja so, wenn man sich denkt, man mag den Duft und man trägt dann den ganzen Tag das und man sich dann denkt, ah, der ist aber schon ein bisschen intensiv. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es schon öfter so. Ja. Ich habe die 60 Düfte jetzt Probe gerochen. Ich habe auch auf echte Bewertungen, die oder wie das da heißt, habe ich eine Bewertung abgegeben. Grundsätzlich finde ich die Idee von Larissi ganz toll. Ich finde auch diesen Service mit dem Duftmäppchen super. Also dieses Durchriechen mit so ein paar Millilitern, das finde ich echt klasse. Grundsätzlich finde ich allerdings, also mir geht es so ein bisschen ab, wenn man teures Parfum hat, dann hat man immer, wenn man so riecht, kommt einem vor, dass so eine ganz feine Unternote immer drin ist. So ganz feine Düfte sind da drin. Und das geht mir bei diesen Düften so ein bisschen ab. Das kann jetzt sein, dass das mit dem Preis zu tun hat. Dass man einfach, dass das einfach mit dem Preis nicht einhergeht. Oder ich weiß auch nicht. Es ist auch so, also mir kommt vor, diese Düfte sind sehr intensiv. Ich bin ja grundsätzlich jemand, der eher nicht das Parfum kauft, sondern das Deodorant, weil mir die Parfums meistens zu stark sind. Also die Parfums sind mir zu intensiv. Ich bin sehr geruchsempfindlich und ja, wie gesagt, mir ist zu intensiv. Ich kaufe mir dann das Deo. Das Deo ist quasi die leichtere Variante. In dem Fall sind es alles Parfums. Es gab keine Deodorants zum Probieren. Habe ich auch geschrieben, also als Vorschlag, sie sollen so eine leichtere Variante anbieten. Mir kommt vor, diese Düfte sind allesamt recht stark. Von den 60 Düften haben wir ungefähr 10 zugesagt. Davon waren wirklich zwei so. Also da habe ich die Streifen noch liegen, wo ich mir denke, okay, die könnte ich jetzt wirklich mal ausprobieren. Es ist allerdings schon so, das habe ich mir jetzt auch immer gedacht, wenn ich die ausprobiere, wird es auch, also ich werde jetzt mal das mit dem Probefläschchen probieren, auflegen, schauen, wie das tut. Es wird allerdings so sein, also ich werde mir die verdünnen müssen. Also mir sind die einfach ein Ticken zu stark. Also wer es gerne stark mag, diese Düfte sind intensiv. Manche von denen, die hauen einen regelrecht aus den Latschen. Ja. Ja, also wie gesagt, grundsätzlich empfehle ich es, finde ich ganz cool. Ich finde auch die Idee dahinter cool. Nur diese feinen Nuancen gehen wir ab. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass die Düfte eben so stark sind. Und ansonsten, ja, ich werde mir die verdünnen und dann mal die zwei, glaube ich, probieren. Jo. Aber ich habe mir gedacht, das ist eigentlich eine coole Idee. Ich gebe euch das so weiter. Ich meine, Parfums sind ja jetzt nicht billig. Und wenn euch der Duftzwilling genauso reicht und ihr findet, der ist genauso gut wie das Original, warum nicht? Kein Mensch weiß das. Kein Mensch weiß, ob ihr dafür 60 Euro bezahlt habt oder nur 7 Euro oder 10 oder was weiß ich, was das Parfum selbst dann kostet. Ich glaube, es kostet irgendwas 10 Euro herum. Ja, ich hoffe, das war was Neues, irgendwas Brauchbares quasi für euch. Und sollte euch das Video gefallen haben, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt mir Kommentare in die Kommentarbox. Würde mich super, super freuen, wenn ihr mir sagt, was ihr davon hält. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz, 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 ganz tollen Abend. Ciao!